Ja, über 2000 Fans begleiteten den FCS nach Mannheim in den Hexenkessel Karl-Benz-Stadion. Gegen ein Team, das dem FCS in der Tabelle auf den Fersen ist, das im DFB-Pokal knapp gegen Union Berlin scheiterte. Das heimstärkste Team der Liga. Da kommt eine Nachricht, die Frank Kundhefer über den FCS liefert, gerade recht. Und die gute Nachricht aus der Brücker Sicht, Kapitän Manuel Zeitz steht auf dem Rasen, war nicht ganz klar, kleine Erkältung. Heute hat er kurzfristig grünes Licht gegeben, macht die Fans sicher happy. Die Innenverteidigung Zeitz, Böder steht. Und Dominik Ernst schwört das Team nochmal ein, eine Veränderung, Galle für Müller hinten links. 10.300 Zuschauer und gleich zu Beginn erleben die Anhänger schon mal einen kleinen Schock. Fünfte Minute, denn da verspringt Batz der Ball. Achtung, hier und dann Jurcher, der Ex-Saarbrücker. Und da schauen wir nochmal genau hin. Der Rückpass von Zeitz und dann Daniel Batz. Da muss er voll durchziehen gegen Gillian Jurcher. Und dann Schreck auf der anderen Seite. Achte Minute, Le Beau muss verletzt raus. Der zuletzt starke Franzose Martinovic kommt rein in dieses Derby. Große Torraumszenen gibt's bis hierhin nicht. Schon im Mittelfeld wird hart gerackert, manchmal zu hart. Höger gegen Jänicke. Marco Höger, ja, einer aus der Achse. Segert, Höger, Schnatterer. Auf die hat Uwe Koschinat nochmal ganz explizit hingewiesen. 20 Minuten gespielt. Dann der unsaubere Pass davon Zeitz. Höger dazwischen. Und jetzt die Landeroberung der Mannheimer. 4-2. Jurcher. Und der will Martinovic auflegen. Böder rettet. Wow, der erste richtig dicke Aufreger. Und nichts zu merken bis hierhin von Mannheimer Müdigkeit nach Quarantäne und englischer Woche mit dem DFB-Pokalspiel. Von Saarbrücken. Nach vorn, nichts zu sehen. Klar, das Motto heißt heute zunächst mal ins Spiel kommen, im Spiel bleiben, keinen Gegentreffer zulassen. Und die Mannheimer müde spielen, die sollen laufen. 36. Minute, dann Jurcher mit Martinovic. Und das kriegen sie zunächst hier nochmal geklärt, aber dann Höger. Aus der Distanz kann man machen. Keine ganz große Gefahr für Daniel Batz, Marco Höger. Der Bundesliga-erfahrene Sechser, 2 Tore. Bislang in dieser Runde für Waldhof Mannheim. Und die sind ja das heimstärkste Team der Liga. Und Saarbrücken bekommt diese Stärke schon zu spüren. Auch in der nächsten Szene. Denn dann trägt Saarbrücken mal einen Angriff vor über Ernst. Dann wird das Spiel verlagert. Galle, Guras. So, und Achtung, Mannheim übernimmt die ganze Sache und macht's jetzt ganz schnell. Schnatterer. Mit Martinovic und den kriegt Saarbrücken einfach nicht gestellt. Der Superball zu Jurcher. Jurcher! Also nach 38 Minuten das Fazit. Es ist kein Dauerpartybetrieb in den 16ern. Das sicher nicht. Aber wenn eine Mannschaft gefährlich ist, dann ist es der SV Waldhof sowie. 180 Sekunden noch bis zur Pause. Mal eine Ecke für Saarbrücken. Jänicke. Grimaldi, nee, auch das hat keinen Wumms. Der FC schon arg zurückhaltend, was die eigenen Offensivbemühungen angeht. Es bleibt dabei, der FC scheint aufs müde Spielen zu setzen. Letzte Aktion, erste Hälfte. Dann doch nochmal Saarbrücken mit Guras. Aber so kommt man da einfach nicht durch und Mannheim immer wieder schnell im Umschaltspiel. Und Saarbrücken läuft hinterher. Zunächst mal, dann Zeitz. Beruhigtes Spiel. Kreuz. Kreuz immer wieder mit kleinen Schwächen. Und das zeigt sich auch hier. Der Ball unsauber. Bringt da Daniel Batz in Gefahr. Schnatterer kommt im Tiefflug an. Mehrere solch unrasierte Bälle da in der Abwehr, die für Aufregung sorgen. 0-0. Zur Pause. Bisschen schmeichelhaft für den ersten FC Saarbrücken, von dem man doch deutlich mehr erwartet hat hier im Karl-Benz-Stadion in den ersten 45 Minuten. Bei dieser tollen Kulisse. 10.300 Wirwind. Rein in die zweite Hälfte. Und die Gastgeber wollen gleich wieder mit Martinovic.
Den kriegen sie ihn nicht gestellt und der macht richtig Betrieb, der Angreifer, der für den früh verletzten Lebo ins Spiel kam. Weiter 0-0. Beide Teams ja seit 6 Spielen ungeschlagen. Und Saarbrücken hat auswärts noch kein einziges Spiel verloren. Und hält hier zumindest mal die Null. Martinovic, der bereitet der Defensive schon Sorgen. Und Uwe Koschin hat ja ackert draußen daran, dass die Bilanz, die positive Auswärtsbilanz, bestehen bleibt. Bringt dann Kretschmer für den heute schwachen Kreuz. Mannheim wechselt auch Bojamba für Schnatterer. Und Ekinçer für Jurcher. Nochmal der FC mit Galle. Dann Jennecke, der macht's clever. Jetzt Mannheim in Not, Grimaldi. Die bislang beste Saarbrücker Gelegenheit in diesem Spiel. Auf der anderen Seite Bojamba mit Martinovic. Immer wieder Martinovic gegen Zeitz. Der bricht da über die Seite ein. Überfall Mannheim, Kostli, Zeitz, Bojamba. Und jetzt ist es passiert. 62. Spielminute. Josef Bojamba, 5. Saisontreffer. Martinovic macht alles richtig. Kostli wird dann noch geblockt von Manuel Zeitz, aber dann finalisiert Josef Bojamba diese Situation und die Führung geht in Ordnung. Mannheim insgesamt energiegeladener, griffiger in den Aktionen. Und die nächste Szene gehört wieder dem SV Waldhof. Rossi Pall und Daniel Batz mit dem super Reflex. Ganz schwer zu sehen, ganz spät zu sehen, weil der eingewechselte Scheu ihm da noch vor der Nase rumtanzt. Hat Saarbrücken noch irgendeine Idee? Nach vorne ist es spielerisch ziemlich mau. Dann mal Grimaldi. Scheu setzt sich da gut ein. Guras, Scheu und in der Mitte klar. Klares Foul hier an Grimaldi von Höger. Und dann wird hier mal richtig gemeckert und Sie sehen gleich warum. Weil es eben keinen Elfmeter gibt. Erstaunlicherweise Fehlentscheidungen. Für meine Begriffe klares Foul hier zu sehen von Höger gegen Grimaldi. Schiedsrichter Lechner liegt da einfach daneben. Das war die letzte Aktion. Saarbrücken verliert in Mannheim. Verdient am Ende mit 0-1. Ich denke schon, dass wir heute nahezu allen Belangen unterlegen waren. Es ärgert mich massiv. Ich finde, dass wir heute keine ausreichende Körperlichkeit auf den Platz gebracht haben. Das spiegelt nicht das wider, was wir die letzten Wochen auf den Platz gebracht haben. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, Mannheim war heute einfach ein Tick geiler als wir. Die haben uns auf eine Art auch aufgefressen. Und obwohl die am Mittwoch ein Pokalspiel hatten. Man muss leider anerkennen, dass Mannheim uns den Schneid abgekauft hat. Also die haben einfach einen Powerfußball gespielt, trotz der Belastung unter der Woche. Wir haben unser Spiel von Anfang an eigentlich nicht ganz so aufgezogen gekriegt, wie wir das wollten. Das Geläuf war auch relativ schmierig und deshalb vielleicht nicht so ganz für unser Spiel geeignet. Aber ja, muss man leider sagen, ein scheiß Tag erwischt und Mannheim hat das verdient gewonnen. Mannheim jubelt, Saarbrücken heute auch spielerisch zu limitiert und Uwe Koschinat hadert, vermutet, dass einige schon mit dem Lauternspiel kommenden Samstag beschäftigt waren. Das hat viel zu sehr in der Luft gelegen, dieses Derby in der nächsten Woche. Das hier war auch eins, aber vor allen Dingen geht es hier um 3 wahnsinnig wichtige Punkte, um den Anschluss nach oben und den haben wir heute verspielt. Es ist die erste Auswärtsniederlage der Saison. So seltsam blutleer in Phasen. Und nochmal, spielerisch war das heute nichts, kaum Chancen kreiert. Da muss was passieren, sonst wird's nächste Woche auch gegen Kaiserslautern extrem schwer. Gestern Abend war Viktoria Köln erfolgreich gegen den Spitzenreiter Magdeburg 1-0. Heute dann Waldhof Mannheim gegen Saarbrücken, haben Sie gesehen. Zwickau gegen Havelse wurde abgesagt. 6-0 Sieger, die Löwen aus München gegen Freiburg 2. 2-1 Halle gegen Duisburg, 1-2 Braunschweig gegen den Wiesbaden. Und Viktoria Berlin gewinnt 2-1 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Kaiserslautern ist morgen dran. Generalprobe vor dem Derby gegen den ersten FC Saarbrücken gegen die Würzburg.
Würzburger Kickers. Magdeburg profitiert natürlich davon, dass die Konkurrenz ein wenig federn ließ. Waldhof Mannheim rückt auf Platz 2 vor. Eintracht Braunschweig ist jetzt Dritter, gefolgt von Viktoria Berlin. Osnabrück kann noch vorbeiziehen an den Konkurrenten. Und Sechster, etwas zurückgefallen, der 1. FC Saarbrücken. Punktgleich mit WN Wiesbaden, weiterhin Halle Achter und ebenso mit 21 Zählern ausgestattet. Ja, das ist das. Und wir schauen einfach mal drauf, ganz unten Freiburg 2, 16 Punkte. Die hat natürlich vorne dran auch Zwickau, Verl, Viktoria, Köln, ganz, ganz eng da unten. Der MSV Duisburg, die Würzburger Kickers und ganz am Ende Havelse.